An der Stößenseebrücke in Berlin-Spandau gibt es ein Problem mit Autofahrern auf den Gehwegen. Es kann immer mal vorkommen, dass sich Autofahrer überlegen, wenn sie im Stau stehen, dann kann ich noch mal rechts vorbei. Das soll verhindert werden. Deswegen hat der Senat den Gehweg einfach ein bisschen schmaler gemacht und dieses Hindernis draufgebaut. Das schützt sozusagen die Gehwege an der Brücke rechts und links vor Autoverkehr. Genau, so werden die Autofahrer im Zaum gehalten. Das sieht aus wie ein Bauzaun, ist aber kein Bauzaun. Nein, das ist doch kein Bauzaun. Das ist ein ästhetischer Blickfang und professionelles Gehwegschutzverengungselement. Radfahrer und Fußgänger sind so sicher wie niemals zuvor. Wenn mehrere Spaziergänger bei schönem Wetter hier sind und Radfahrer kommen, dann ist es schon manchmal ein bisschen eng. Berliner Verkehrssicherheit hat eben Hand- und Betonfuß. Also ich laufe hier seit 5 Jahren lang und so lange steht er schon. Also er steht schon länger, glaube ich. Das ist seit 12 Jahren ein Provisorium. Genau, ein langjähriges Erfolgskonzept ergattert zum Schnäppchenpreis. 30.000 über 12 Jahre, das ist ja nicht nur die Aufstellung und dann bleibt er da stehen, sondern er wird natürlich auch nochmal kontrolliert, ist er schadhaft, muss man was ersetzen und so weiter. Eben, damit wenigstens hier noch alle Latten am Zaun sind.